Tommy, mein Lieber. Ja, mach das. Alles klar, dann bis später, ja. Ciao, ciao. Ja, alles klar, okay, wir kommen da jetzt hin. Ich kläre die Sache mit der Polizei. Wunderschönen guten Abend, der Herr. Warum fahren Sie denn nicht sperrzone rein? Das Problem ist, wir haben den Auftrag für die Glasänderung. Uns wurde gesagt, wir sollen hier auftauchen, dass hier irgendwie Probleme gibt, der Herr. Ist das richtig? Und Sie sind der Auftraggeber? Genau, ja, ganz genau. Also mich hat die Firma Rast und Ruhe beauftragt, der Herr. Einen Moment. Ja. Informativ, bei mir befindet sich anscheinend jetzt der Auftraggeber. Was soll ich mit denen machen? Okay, kommt einfach mit. Genau, einfach zu den Kollegen. Perfekt. Wunderschönen guten Abend, die Herren. Einen wunderschönen. Und zwar mein Name ist Mike Müller, Mike wieder Müller, Müller wieder Mike. Und zwar, ich habe heute Mittag hier jemanden getroffen, mein Juwelier, der hat mir gesagt, es gab hier richtig Probleme mit diesen Gläsern. Und der dann... Herr Makelski! Ja, guten Schön, Tag! Dass Sie da sind. Wunderschönen guten Tag, der Herr. Egal. Ich hätte dann gerne mal gerne den Ausweis. Ja, klar, der Herr, natürlich, der Herr. Okay. Herr Mike Müller. Mike wieder Müller, Müller wieder Mike, ja, rückwärts wie vorwärts, wie die Anna praktisch, ganz das genau. Das passt doch mit der Auftragsbestätigung gar nicht ein. Warte mal, ich habe eigentlich den Kollegen hier die Auftragsbestätigung mitgegeben, gestempelt und gefaltet und alles drum und dran. Ich sage Ihnen ganz ehrlich. Ja, aber Herr Makelski, das Problem ist halt einfach, dass die Adresse und der Arbeitsauftrag nicht mit auf dem Zettel draufsteht. Nur das, was du mir mündlich gesagt hast, jetzt haben wir hier den Salat. Ja, dass der Praktikant da drin anscheinend einen Alarm ausgelöst hat. Mein Name ist der Mike Müller, Mike wieder Müller, Müller wieder Mike. Ich sage Ihnen ganz ehrlich. Ja, was ist Ihre Position? Ja, ich war hier Fensterreiniger die Tage und die Sache. Ganz genau. Und dann hat der aber Kollege. In der Auftragsbestätigung steht Eigentümer. Ja, aber hören Sie mal zu. Dann hat der Eigentümer gesagt, ich soll hier eine Firma beauftragen und hat mir das Ding in die Hand gedrückt. Genau das, was Sie hier haben. Also sind Sie nicht Herr Makelski? Ich bin Herr Makelski. Ja, aber dann können Sie auch keine Auftragsbestätigung rausgeben. Natürlich, der Herr, Sie verwechseln ganz ehrlich. Ich schreibe mir das jetzt ganz einfach aus. Also, ich bin der Herr Makelski. Mein Großonkel, Herr Makelski Senior, ist der Eigentümer. Herr Makelski Senior hat mir die Sache ausgehändigt und hat mir das aufgeschrieben, hat mich beauftragt, diese Firma zu organisieren, der Herr. Genau so war das. Und jetzt ist hier ein riesen Klatteratsch. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn der Holzwurm in die Scheibe dort reingeklettert wäre, ich sage Ihnen, das wäre ein riesen Hobo. Also, Hobo war Tobo. Ganz ruhig, beruhigen Sie. Und Sie, Sie fragen ganz mich, kurz. Warum ich mit der halben Wisch ankomme bei dem Menschen hier. Ich sage Ihnen, wie es ist. Mein Künstlername ist Mike Müller, Mike wieder Müller, Müller wieder Mike. Ich bin Herr Makelski. Es tut mir leid. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe eigentlich mit der Polizei nie was zu tun. Beruhigen Sie sich erstmal. Haltet durch, wir sind ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen das nur. Habe ich Sie ins Sauerstoffzelt vielleicht? Ich kann Ihnen eine Tüte besorgen. Hinter uns ist ein Hotdog stand, glaube ich. Also, ganz kurz mal. Ich frage jetzt nur nochmal nach. Also, wir haben die Auftragsbestätigung, die haben wir bekommen. Also, Punkt, was uns hier dann an die ganze Geschichte stört. Da steht einmal kein Ort mit dabei, keine Adresse, gar nichts, keine Anschrift. Ich sag das ist Punkt 2, da steht bestätigt von Makelski. Ja. Junior oder aber Senior, das ist das Problem. Da steht nur Makelski bei, aber das größere Problem ist, in Ihrem Ausweis steht Mike Müller. Ja, genau, aber ich sage Ihnen... Hier die Tüte, ne? Ach, der Herr, vielen, vielen Dank, ich danke Ihnen, das ist der Künstler. Ich kann, wenn ich heimfahre, ich kann Ihnen nochmal meine richtige Aussage. Hören Sie zu, ich bin zugeheiert worden. Also meine Großcousine war die Tante von der Cousine, die war im Heim gesessen. Und der, ihre Schwester, hat Makelski geheiert. Und die habe ich dann verführt und dann war ich an Makelski. Das ist in dem Bürgeramt noch nicht nachgetragen worden. Ich sage Ihnen, wie es ist. Ah, okay. Aber ich bin der Makelski. Folgendermaßen, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß, wahrscheinlich ist da jetzt ein riesiges Ding ausgelöst worden. Wenn der Holzwurm in die Kiste da reingewandert wäre, in die Glasscheibe, in die kaputte, dann hätte sie hier Rabbel im Karton. Ich sage Ihnen, wie es ist. Also, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt hier Arbeit habe, aber da muss ein Fauxpas vorliegen, ein Fauxpas. Die Sache ist, die ganze Auftragsbestätigung hat die Anne Rose geschrieben. Und die Anne Rose, ich war gestern bei der mit dem Hornhauthobel, hab der die Hornhaut weggemacht und hab gesagt, die soll die Auftragsbestätigung fertig machen. Das Problem war wahrscheinlich, dass die vor lauter Tohubabohu des Dings die Hälfte vergessen hat. Ich entschuldige mich hochachtungsvoll. Im Auftrag von der Anne Rose. Herr Makelski, dann würde ich mal sagen, den Auftrag hier... Ja. Den ich jetzt hier Ausweis aufgeklemmt habe, dann gebe ich Ihnen den nochmal mit. Vielen Dank. Und dann machen Sie mal bitte eine neue. Ja. Ich sag so, wir machen so. Ja. Ich gebe jetzt, wer ist denn hier der Hauptverantwortliche? Die Anne Ros und der Herr Makelski Senior. So, ich gebe euch beiden meine Nummer, ihr schreibt die beide auf. Ja. Ihr schreibt mir
eine WhatsApp oder ruft mich an, wenn ich die neue Auftragsbestätigung habe. Wir lassen das jetzt so durchgehen. Wir müssen halt auch gucken, dass das alles hier mit rechten Dingen vorgeht. Vor allem halt, wenn da bei uns, ne? Die haben jetzt die Scherben noch eben weggeräumt. Sollte an sich eigentlich nur noch mal zugeschlossen werden. Das wäre wunderbar. Also, wie gesagt, ne, ihr reicht die Auftragsbestätigung jetzt nochmal von dem Auftrag nach. Ja. Sicher, sicher. Falls ihr solche Vorfälle wieder habt, gebt uns bitte Bescheid, weil wir haben das System, drauf. Okay, das heißt, der ERK, wir rufen dann Sie an, sobald irgendwie da was, die andere Rose wieder irgendwie ein Hornhautproblem hat und komische Sache schreibt, melden wir uns direkt bei Ihnen. Richtig. Okay. Oder bei alles der Polizei allgemein, ne? Und es tut uns natürlich leid, dass hier Sie jetzt so ein Tohuwabohu hatten, die Herren. Natürlich auch im Namen der Anneros. Schönen Abend noch, die Herren. Auch so, danke. Bleiben Sie sauber und gesund. Also sauber, ehrlich. Gesund, bleiben Sie gesund. Genau, ich schreibe es auf. Gesund bleiben ist wichtig. Schönen Abend und ruhigen Dienst. Ja. Frohe Stand. Ciao, ciao. Kommt ihr zum Stiefel, oder? Ey, das war aber Arschabreite. Mike. Ja. Du bist ja der King. Ich sag dir, wie es ist, Mann. Ich hab euch aus der rausgeboxt, Mann. Ey, voll Röhre. Ich sag euch, was ist. Das Dumme ist, dass ich mit Mike Miller vorgestellt habe und du sagst, guten Tag, Herr Makelski. Dann musst du jonglieren. Ich sag dir, wie es ist, Mann.